mal ein besseres Schwert für ihn. Gnomenbogenschütze, okay. Ja, ich habe das Gefühl, wenn ich hier die Hebel ziehe, lasse ich ihn frei. Noch irgendwo ein Hebel? Nö. Okay, und hier ist kein Weg durch. Ah. Das ist doch, um die Tür hier auf und zu machen. Hehe. Oh, damit mache ich, habe ich hier die Tür zugemacht. Auch gut. So, Fallschaden. Gnomenbeschützer, hm. Er hat wenig Leben. Allerdings kann das, muss das nicht viel bedeuten. Oh, und er verprügelt meinen Heiler mal wieder. So viel zur sehr hohen Bedrohung. Jetzt ist mein Heiler tot. Jetzt lebt mein Heiler hoffentlich wieder. Mhm. Na ja, komm, esst ihr zweimal jeweils ein Würstchen. Das dürfte euch schon mal helfen. Brauchen wir nicht. Oder? Aufmerksamkeit und Willenskraft. Ah. Na doch, das kriegt Silastra. Oh, da oben mag mich jemand. Wow. Hi Jungs. Ihr seid Gnomen-Bogenschützen, wobei Armbrustschützen wahrscheinlich treffender wäre. Ihr habt aber wenigstens kein Schildbash, mit dem ihr blocken könnt. Ihr macht allerdings Schaden. Da muss ich wirklich bei so vielen ordentlich was rausholen. So, jetzt ist noch einer. So. Kritischer Treffertrank. Ah ja. Davon habe ich schon die größere Variante.
Hier ist ein Weg. Hier ist noch ein Weg. Und das war einmal im Kreis gelaufen. Das war wieder ein schöner Sturz. Oh, jetzt bin ich wieder hier. Ah. Ah, das könnte helfen. Denke ich mal, so ein ganz kleines bisschen. Also ja, man merkt, dass hier Gnome wohnen, so verwirrend wie das ist. Okay, erst den Priester. Ausschalten. So, Priester ist tot. Die restlichen Gnome kriegen auch auf die Nase. Nee, will ich. Obwohl, die 7 Ausdauer für Silastra, die würden sich anbieten. Ja, und hier bin ich hier runtergesprungen, vorhin am Anfang. So, wieder der Priester. Die grinsen auch immer so komisch. Oh, jetzt habe ich ihm erlaubt, ihn zu heilen. Habe ich ihm erlaubt, sich zu heilen. So. Sind wir definitiv auf der anderen Seite von diesem Gitter? Ah, wieder im Gnomenbeschützer. Machen wir dieses Mal so. Er versucht auf jeden Fall ordentlich Schaden, muss ich sagen. Thank you.
Oh, der weicht viel zu vielen Angriffen aus. Das ist auch nicht gut. Okay, ist gut, dass die Aggro gerade ein bisschen geteilt wird, weil sonst würde es hässlich werden. Also, der war mal eine höhere Schiene als sein Kumpel gerade eben. Hat allerdings nichts Besonderes gedroppt. Ah, hier brauchen wir einen Schlüsselring dafür. Schlangen in der Richtung. Teleporter in der Richtung. Hm. Hat immer noch keine Map. Oh, sehr viele Schlangen. Wobei ich gegen die langsam lieber kämpfe als gegen die Gnome. Wir müssen nur darauf achten, dass wir nicht von hinten flankiert werden. Oh, sie kommt zurück. Gut. Die kleinen Biester. Ja, super. Hinterher ist noch eine Kompanie normaler Schlangen. Dann nehmen wir es einfach mal mit. Lassen wir die mal kurz da rumschlängeln und gucken, was hier ist. Eine Sackgasse? Nicht ganz. Ja, super, jetzt sind wir wieder hier. Hi, ihr zwei. Die block ich. Weil ich es kann. Jedenfalls eine. So, und das dürfte eigentlich fast schon reichen. Ja, für Silastra. Neuer Umhang, auch wenn wir dadurch die eigentlich guten Umhänge, also von der Rarität her, opfern. Mana-Trank, sehr schön. Dunkler Gang.
Hab ich mich gerade wieder erschreckt. Da habe ich das aufgemacht, ja. Boah. Jetzt wäre ich fast in den Schlangenkönig reingerannt. Wobei der vielleicht eine Karte haben könnte. Ah. Der ist was für Serikal. Ah, ich kann das auch so machen. Das geht an auch schneller. Und da sieht wieder der Weg zurück nach oben aus. Ja, ich bin wieder am Anfang angekommen. Jo. Leider hat Gnomhausen immer noch keine Map für mich. Okay, er bewacht keine Map. Töten wir den noch oder versuchen es zumindest. Ich hätte speichern sollen vorher. Naja, zur Not, wenn es zu heftig wird, rennen wir weg. Oh, giftige Spucke, die blocken wir gleich mal. Bisher können wir noch gut wegstecken. Eigentlich sogar ziemlich gut, muss ich sagen. Kann ich die so blocken vielleicht? Ja, kann ich. Gut. Weil irgendwas sagt mir, dass sein Gift sehr mies ist. Okay, einmal kann ich sie nicht abwehren. Macht aber nichts, so stark ist sie nicht mal. Jetzt hätte ich sie aber abwehren können. Na egal. Jetzt habe ich wieder nicht drauf geachtet. Jetzt kann ich sie aber. Okay, Schlüssel. Schlüssel finde ich gut. Außen finde ich okay. Die Hosen. Ja, für sie. Und dann fangen wir mal an, auszusortieren.
Oh, da ist was an der Fackel gelandet. Ah, ich mag die Physiken in dem Spiel. So, dann würde ich sagen, hier speichern. Das ist jetzt LP16 dann. 10 speichern. Ah, da habe ich auch so den Raut hinten dran gemacht, egal. Und sehen wir uns gleich wieder.